Das Herz eines Atomkraftwerks ist der Reaktorbehälter. Dieser Behälter enthält den Brennstoff. Dort findet die Reaktion der Atomspaltung statt. Die 8 ihn umgebenden Generatoren schicken den Dampf zu den Turbinen. Die Hitze wird dann über den Primärkreislauf in das Innere der Generatoren transportiert. Dort fließt Natrium mit einer Temperatur von mehreren hundert Grad. Die Funktion des Reaktorherzens, die durch die Spaltung entstehende Energie, die Sicherheit der Pumpe des Primärkreislaufs. Alle diese Elemente werden von der Kommandozentrale gesteuert. Sie ist das Gehirn des Kraftwerks und erhält ihre Informationen von unzähligen Sensoren, die es ihr dann ermöglichen, den Reaktor optimal zu steuern. Der Dampf aus dem Sekundärkreislauf treibt die drei Turbinen an, die ihrerseits die Wechselstromgeneratoren betreiben und Strom erzeugen. Der Turbowechselstromgenerator liegt im Maschinenraum, in dem, wie auch sonst überall im Kraftwerk, eine hohe Sicherheitsstufe herrscht. Die Männer der Feuerwache 615 treffen zum größten Einsatz ihrer Karriere ein. Sie haben sofort auf den Anruf der Behörden reagiert. Als Erste vor Ort müssen sie alleine handeln, bis die zahlreich mobilisierten Hilfskräfte eintreffen. Bei einem solchen Unfall können einige Minuten den ganzen Unterschied ausmachen. Hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Und zwar zur finalen Mission von Fire Department. Es geht um ein Atomkraftwerk, das in Gefahr ist, beziehungsweise es hat ja schon geknallt dort. Und deswegen werden wir dort jetzt auch hingehen und natürlich die Bevölkerung retten, wie sich das gehört. Ja, die Kommandozentrale, ne, hier an dem Dingsbums, an der Schranke, nicht besetzt, war ja klar. So, wir probieren erstmal in das Haus einzudringen. Aber dringen Sie schnell in den Sicherheitsraum vor, suchen und finden Sie den Sicherheitschef. Er alleine hat die Zugangscode zu dem Turbinensaal. Löschen Sie den Brand im Sicherheitsbereich. Gut. Und da knallt es aber schon wieder. Gut, wir lassen mal den Höhenretter. Wo ist denn der? Okay. Ist der da? Ne, ist kein Höhenretter. So, jetzt tun wir aber hier schnell aufmachen. Und der hier kann ja die Schranke hier öffnen, glaube ich. Gut. Haha. Los, mach. Ja, so geht's auch. Während die andere die Tür einrennt, ne? Macht der andere die Türen auf. Auch eine Idee. Mal gucken, wie es hier ausschaut. Ah, der liegt da. Okay. Gleich mal gucken, dass wir den aus dem Gefahrenbereich rausbringen. Der Kollege tut schon mal die Tür einrammeln. Habe ich nicht mehrere Leute gehabt? Ah, da steht immer noch da drin. Okay. Ui, was war denn das? Los geht's. Ich gehe. Okay. Los geht's. Auch zur Not tun wir auch hier die Tür einreißen. Okay. Den retten wir gleich mal. Wir haben den Verantwortlichen für die Sicherheit des Kraftwerks gerettet. Gut, dann tun wir gleich. Ui, ein Backdraft war das, weil die Tür geöffnet worden ist. Da war ich, glaube ich, zu schnell. Gleich.
Garage gelöscht. Jetzt müssen wir noch da hinten alles löschen. Das sieht da richtig übel aus. Opfer in Sicherheit. Das sieht richtig übel aus. Ich hoffe, nicht klappt das auch. Oh, nicht so weit. Die rennen einfach ins Feuer rein. Ich höre was, aber ob das schon die Verstärkung ist? Ach, ich hätte hier wahrscheinlich die Dinger rausreißen können, eventuell. Bevor es zum Backdraft kommt. Na gut, das muss man auf die Idee muss man erstmal kommen. Walker, mach die Tür auf. Jetzt nützt es, glaube ich, nichts mehr, oder? Der technische Leiter ist der einzige, der diesen Mechanismus bearbeiten kann. Okay. Wo ist der technische Leiter? Das hat mir schon weg, oder was? Das hat im Augenblick keine Priorität. So. Dann geht's los. Oh. Er rumselt, bumselt gleich wieder was wahrscheinlich, oder? War das Fettöl oder was ist das? Irgendwas, wo brennt. Nicht gut. Ich muss das Kühlsystem abschalten. Okay, da muss ich mal schauen. Wie, wo, was. Jetzt wird es gleich richtig interessant. Soll ich sonst da nirgendwo rein? Sieht nicht so aus. Fachmann für Hitzeschutz. Kann ich ihn da hochschicken? Okay. Ja. Lang, ne? Ich gehe. Au, Leute, das wäre eine schlechte Idee, wenn ihr da oben bleibt. Gleich. Also hier tropft irgendwie runter und macht und tut. Und du könntest hier mal ganz schnell. Hallo, du sollst arbeiten. Selbst Tucker ist ohne Hitzeschutz schneller wie du. Mal das da abschalten, wenn ich da rankomme. Okay. Der wird jetzt auch, glaube ich, gleich abnippeln. Moment, ich habe eine bessere Idee. Ich fange diese Mission neu an, ja, weil ich war da ziemlich doof, glaube ich. Ich mache das, glaube ich, etwas anders da. Ja klar, beim zweiten Mal immer schlauer, ja. Ich hoffe jetzt, dass die 10 Minuten in Ordnung sind, weil ihr selbst habt vielleicht schon gemerkt, ja, das sind ein paar Sachen, wo man wirklich immer anders machen könnte. So, als erstes Mal tue ich da hinten das Ding da aufmachen. Er macht die Schranke hier auf. Ich gehe.
Und die zwei bleiben mal hier. M3 meine ich. So. Los, die können jetzt hier rein. Hopp, hopp, hopp. Genau, dann gehen die Schranken alle auf und die Tore. Dann können die durch die Türe gehen. Er macht hier schon mal Luft rein. Und die Versorgungsfahrzeuge dahin. So, jetzt kommt es nicht mehr zum Backdraft. Aber wir machen auch nicht die Türe auf. Dort würde ich sagen, oder? Aber machen wir ganz schnell. Und dann können wir hier mal die Tür aufmachen. So sind wir, glaube ich, viel schneller. Und es kann da hinten auch nicht zu einer Verpuffung kommen. Hoffe ich auf jeden Fall mal. So, den Leiter da hinten und holen wir uns dann. Okay. 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 Gleich. So, der Notarzt tut den vielleicht mal reparieren oder zum Leben erwecken. Dieses Opfer ist in Sicherheit. Es muss nur zum Rettungswagen gebracht werden. Gut. Dann können wir doch hier mit Sicherheit gefahrlos rein, hoffe ich jetzt mal. Sieht auf jeden Fall mal so aus. Opfer in Sicherheit. Wir haben den Verantwortlichen für die Sicherheit des Kraftwerks gerettet. Zwei können da arbeiten, die da, und dann sollte es eigentlich auch wieder funktionieren. Okay. Das sieht sehr gut aus. Würde ich sagen, wir tun ganz schnell unsere Männer nochmal schnell auftanken. Oh ne, das reicht wohl nicht. Also dann gleich reinschicken. Anders geht das nicht. Das was brennbares Öl. Ja, das Glühsystem müssen wir abschalten, ja. Und natürlich gleich löschen und so weiter. Also, wir müssen mindestens eine Turbine retten. Und warum können die laufen, obwohl wir eigentlich da schon Pause hatten, sozusagen? Ich kann diesen Punkt nicht erreichen. Ich gehe. Ich habe nur 5. Wo ist Nummer 5? Da, Walker. Der Walker, der am langsamsten ist. Dann tun wir gleich mal hier löschen. Und der Typ soll doch dann am besten gleich mal die Turbine ausmachen. Gleich. Der Rest löscht einfach mal. Vielleicht können wir die eine Turbine noch retten dann. Gleich. Okay. Gehen wir schon unten rum, die anderen gehen oben rauf. Ich kann diesen Punkt nicht erreichen. Ich kann diesen Punkt nicht erreichen. Gleich. Los, beeil dich, sonst explodiert nämlich die andere Turbine nämlich noch. Ich kann diesen Punkt nicht erreichen.
Okay. Gut. Jetzt aber mal ganz schnell. Schneller. Kann man da durchjumpen? Gut. Bevor es brennt. Gut. Los geht's. Ich gehe. Ich hoffe doch mal, was die Turbinen das aushalten. So, aha. Also, es brennt auch noch weiter. Okay. Mit viel, viel Strom auch noch. Da kommt Freude auf. So, wir dürfen keinen Fall unsere Schläuche nehmen. Okay. Okay, ich gehe. So, wie komme ich nach da hinten? Nach vorne. Also. Dann mal schauen. Los geht's. Ich gehe. So. Das ist schon mal gelöscht. Gleich. Jetzt kommt das nächste Problem, der Strom hier. Und wie komme ich jetzt an dem Strom vorbei? Los geht's! Okay. So, wer haben wir denn da? Wir haben hier einen Notarzt, einen Fachmann für Hitze, einen Höhenretter, ein technischer Leiter, das... Gut. Könnte er vielleicht hier Strom abschalten? Irgendwie. Okay. Mal schauen, ob das geht. Ich gehe. Oder ob der mir jetzt hier verreckt. Er hat jetzt gerade den Strom auf der einen Seite abgemacht. Los geht's. Gut. Mal gucken, ob er hier okay. Den Rest noch abschalten kann. Gleich. Ich gehe. Gleich. Get me out of here. Gleich. Mal gucken, ob ich da nach hinten okay. Rennen kann. Gleich. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Okay. Einer ihrer Männer hat das Bewusstsein verloren. Ah, Mist. Okay. Gut. Gleich. Los geht's. Gut. So, dann hoffe ich noch was. Hey Leute! Nicht im Strom, nicht im Strom rumlaufen. Okay. Los geht's. Gleich. Ich gehe. Das sind so Witzbolde. Kann der ja hier noch mal probieren. Gleich. Oh, das tut nur weh. Der muss hier abschalten. Das ist richtig, richtig doof gerade.
Das ist viel zu viel Hektik. Sie haben gerade den Strom zum Elektroversorgungsbereich abgestellt. Sind wir hier noch ran? Entschuldigung. Den Strom müssen wir hier noch abschalten. Dann sollte es doch jetzt in Ordnung sein. Lass sie nicht weiterlöschen. Lass die einfach da rumstehen mitten in den Flammen und nicht weiterlöschen. So. Nur der Bergungsfachmann kann dieses Hindernis zerstören. Einmal das Tor hier auf. Gleich. Wenn es sein muss. Gleich. Gleich. Komme ich da nach hinten? Nee. Gleich. Okay. Da, hier ist doch einer. Gleich. So, was ist das für ein roter Knopf? Da fliegt denn die Atomrakete uns um die Ohren, oder? Gut. So, Walker rennt schon mal, das ist gut. Hier brennt er nirgends mehr. Nur noch hier drüben, irgendwo höre ich was. Mal gucken, was passiert, wenn wir den Knopf drücken. Sie haben gerade den Strom zum Elektroversorgungsbereich abgestellt. Sie haben gerade den Strom zum Elektroversorgungsbereich abgestellt. Ist ja toll. Was bringt mir das? Ah, jetzt ist gar keine Türe, oder was ist das? Irgendwie eine Klappe oder irgendwas, okay. Gut. Dann laufen wir jetzt da mal hinter. So, und wie komme ich jetzt an diese Tür oder an das Tor dran? Wo muss ich was tun? Hat er schon nicht gerettet, deswegen. Theoretisch. So, und jetzt? Ah, okay. Der Atomreaktor. Duke Nukem Teil 15. Gut. Wir schauen, wie wir jetzt was machen müssen. Und es sieht schon mal aus, als ob... Ah, okay, da fackelt schon was. Natriumleck ist gar nicht gut. Gut, wir müssen die Reaktoren retten. Wie, weiß ich jetzt noch nicht. Mit speziellen Feuerlöschern, okay. Finden Sie mindestens 3 Generatoren, um die Explosion des Reaktors zu verhindern. Zerstöre Generatoren 0 von 8. Bringen Sie den Brand unter Kontrolle und löschen Sie ihn. Also gut, dann probieren wir das. Dann gehen wir schnell darüber. Und die hier, die müssen ja auch irgendwo... Ah, warte mal, stopp. Kann man hier eine Tür öffnen? Ja, klar. So, dann geht man davor. Kommen wir jetzt. Oh, da, der brodelt schon. Gleich. Okay. Ich glaube nicht, dass da meine normalen Jungs da hin können.
den zerfetzt es wahrscheinlich gleich. Das wäre nicht schön. Okay, da brodelt immer noch. Komme ich da irgendwie rein? Die Tür dahin. Und ich komme mit dem hier da hinten irgendwo hin. Oder was? Genau. Halt, da brennt's doch. Brodelt immer noch. Was ist das da? Okay. Ich gehe. Okay. Okay. Was kann ich hier machen? Nichts. Oder wie? Hier geht nichts. Ich glaube, löschen kann ich den da auch nicht. Okay. Vielleicht jetzt, wenn er explodiert. Weiß ja nicht, was da passiert. Soeben ist ein Dampfgenerator explodiert. Also, dann löschen wir den jetzt da. Los geht's. Aber bis jetzt sieht es sehr ruhig aus. Den muss ich schützen hier, glaube ich. Und schon überhitzt der. Okay. Haben wir den gelöscht? Okay. Okay. Und jetzt? Wie? Das war alles? Ha! Geil! Haha, gut, ich glaube, das ist jetzt nur Bronze oder soll das Gold sein? Wahrscheinlich Bronze, aber das spielt keine Rolle. Wir haben es geschafft. Wir haben Fire Department zu Ende gespielt. Insgesamt waren das 10 Missionen, also 9 Missionen und ein Tutorial. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir werden wahrscheinlich mit dem Fire Department 2 weitermachen. Vielleicht mal schauen. Ihr könnt mir ja gerne mal einen Daumen hoch geben, wenn es euch gefallen hat. Sorry auch wegen meiner Stimme momentan und wegen dem Husten, wo ich momentan sehr oft habe. Wie gesagt, Daumen hoch und abonnieren und ich wünsche euch viel Spaß. Wir machen auf jeden Fall hier weiter. Ich kann euch versprechen, es wird auf jeden Fall noch interessant werden. Bis dahin.